ab, Fallschirmspringer der Luftlandeschule Altenstadt bei ihrem ersten Sprung. Luftlandeschule Altenstadt, 6.30 Uhr morgens, die dritte Inspektion tritt an. Ein großer Tag steht bevor. Rund 50 junge Soldaten werden heute ihren ersten Fallschirmsprung absolvieren. Zunächst nehmen die Soldaten ihre Schirme in Empfang. Die gepackten Schirme werden in einen LKW verladen und anschließend zum Flieger Horst Penzing gebracht. Wir begleiten zwei Obergefreite, 21 und 22 Jahre alt. Was geht Ihnen durch den Kopf jetzt, wo es losgeht? Eigentlich noch gar nichts groß. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was bevorsteht. Ja. Warte mal ab, was auf mich zukommt. Ja. Im Moment geht die Aufregung, aber ich denke, wenn die Maschine läuft und wir drin sitzen, dann bin ich richtig aufgeregt. Also im Moment geht's noch. Mit dem Bus geht es anschließend nach Penzing, dem Standort des Lufttransportgeschwaders 61. Dort legen die Soldaten Schirme und Reserveschirme an. Je zwei Mann helfen sich gegenseitig, so wie sie es in der Ausbildung gelernt haben. Gründlichkeit und Sicherheit gehen dabei vor Schnelligkeit. Hier dürfen keine Fehler passieren. Unsere beiden Springer wissen, worauf es ankommt. Dass wir das eben so machen, wie es uns ausgebildet wurde, damit keine Fehler unterlaufen. Ja. Die Gurte nicht verdrehen und dass alles richtig fest sitzt, damit man nirgendwo hängen bleibt. Die Gefahren so niedrig halten wie möglich. Trotzdem überprüft am Ende ein Ausbilder noch einmal, ob die Soldaten alles richtig gemacht haben. Einhaken. Danach erfolgt noch die Einweisung durch den Absetzer. Ah, des falschen Sprungs haben wir einen reinen Sprung mit T10 aus der C160. Besetzen vom Luftfahrzeug von hinten nach vorne. Sie setzen sich hin und müssen sich oberhalb der Reserve anschneiden. Flugdauer haben wir ca. 20 Minuten. Wir steigen dann ein bei X-15, X-8. Absatzhöhe haben wir 400 Meter auf dem Absatzplatz Altenstadt. Dann werden noch einmal die Verfahren durchgegangen. Springer verlässt das Luftfahrzeug, Springer ab! 8000, 2000, 3000, 4000, Überprüfkappe! Überprüfe Kappe. Überprüfe Kappe. Keine Kappe. Versager. Schlaufe. Griff. Aus. Überprüfe Kappe. Haltungsschau. Absprunghaltung. Springer verlässt das Luftfahrzeug. Springer ab. 8000, 2000, 3000, 4000. Überprüfe Kappe. Haltungsschau. Überprüfe Kappe. Überprüfe Kappe. Mehrere Löcher in der Kappe. Fehlenthaltung. 1, 2, 3. 4, 5, 6, Überprüfkappe, Haltungsschau. Erste Maschine, still! Auf den heutigen und Ihren ersten Sprung, ein dreifaches Glück! Ah! Glück! Ah! Glück! Ah! Rührt euch! 12 Tage Bodenausbildung haben sie hinter sich gebracht. Jetzt geht es in die Luft. Auf dem Vorfeld in Penzing steht schon die Transall bereit. Nachdem die Ladeklappe geschlossen ist, rollt die Maschine zum Start. Jeder ist jetzt allein mit seinen Gedanken. Einige sind völlig cool, andere tun nur so, als ob. Die meisten sind aber still und in sich gekehrt, unmittelbar vor dem ersten Sprung. Viel Zeit nachzudenken bleibt den jungen Soldaten aber nicht. Schon wenig später nähert sich die Transall dem Absetzplatz. Aufstehen, die Reißleine am Ankerseil einhaken, dann macht der Absetzer einen letzten Check. Dann wird's ernst, die Tür wird geöffnet, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Bei mehr als 200 Stundenkilometern springen die Soldaten in 400 Metern Höhe aus der Maschine. Keiner zögert, alles läuft reibungslos. Alles ist gut gegangen, sämtliche Springer sind heil gelandet und begeistert nach ihrem ersten Sprung. Das war auf jeden Fall so, wie ich mir das vorgestellt habe, überragend auf jeden Fall. Und deshalb bin ich auch zur Bundeswehr gegangen.
Deshalb sollte jeder mal, wenn er Lust darauf hat, gerne Sport macht, ist das genau das Richtige. War einfach unbeschreiblich, ja. Da hat sich der ganze Lehrgang, die ganze Ausbildung bezahlt gemacht. Kann man kaum in Worte fassen, ja. Echt der Hammer. Den ersten Sprung und die erste Landung haben die Soldaten erfolgreich absolviert. Und weiter geht's, denn in der Sprungwoche geht es Schlag auf Schlag. Immer wieder steigt die Transall in Penzing auf und setzt die Springer kurze Zeit später über Altenstadt ab. Nach zwei Tagen haben unsere Fallschirmspringer-Neulinge schon den vierten Sprung hinter sich. Ja, die Abläufe sind schon ein bisschen routinierter, aber also Routine kann man es noch nicht nennen nach vier Sprüngen. Aber Landefeuer und so kann man sich jetzt schon besser darauf vorbereiten, als wenn es der erste Sprung wäre. Diesmal war ich sogar Türspringer, da war ich noch ein bisschen aufgeregter, weil man halt die ganze Zeit noch auf den Boden guckt, alles haargenau sieht und dann kommt halt nur der Klaps auf die Schulter und dann geht man raus und dann ist alles wie immer. Ja, das Kribbeln ist auf jeden Fall, in der Maschine ist das immer da, aber sobald man am Schirm hängt, dann ist das irgendwie so erlösend. Also da fühlt man sich richtig frei dann am Schirm, bereitet sich dann auf die Landung vor, ist alles gut dann. Ja. Am liebsten würde ich gleich wieder hochgehen und weiterspringen. Für heute heißt es erstmal einpacken und beim Abmarsch vom Absetzplatz können unsere frisch gebackenen Fallschirmspringer noch ein bisschen den Profis zusehen.